Pokémon. Es wird dunkel in Deutschland. All das gibt es. Als Zeichen der Demut. Da hört sich wunderbar an. Da reicht die Freundesliste aus. Da war dann erstmal Licht aus. Auch tagsüber. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Ich verstehe die Kritiker über Erdäbnis. The action, a policeman is lazing in his car in central Stockholm. Bitte, sag mal, Laugh. Pokémon. Die Menschen erkennen kaum noch die eigene Hand vor Augen. Angstzustände, Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Haben keine Mut an Worten! Polizei verhindert Massenschlägerei. Weil sie permanent auf ihr Smartphone starren. Ich habe immer die Schuld! Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist. Da hört sich wunderbar an. Komm, lass mal gemeinsam irgendwo einmarschieren und irgendwas wegbomben. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Pokémon. Die Anfänger einer neuen Gemeinde beginnen, eine andere Realität aufzubauen. Auch im digitalen Raum. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Das ist unser neues Ordnungssystem. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. Die Yeti. In der Furt werden erstaunliche Monster zu finden sind. Die Yeti. Hex. USA. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Ja. Pakistani. Rommelkaserne. Pokémon. Es handelt sich um einen Hai. Ich spiele Trapattoni. Der revolutionäre Zügezeug. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Kann ich den Laden auch zumachen? Das bringt nichts. Ja, das muss ich euch mal sagen. Kriegen Sie gar nicht mit. Mit uns eben nicht. Pokémon. Pokémon. Immer mehr Menschen verbinden sich. Wenn wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben, diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit. Einen Vermittlungsbedarf. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Pokémon.
Gegner sind schnell auszumachen und stellen sich offen belächelt entgegen. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Ja, du, was grinst du mich an, ne? Das ist eine populistische Scheiße. Was lachst du? Nichts wird uns im Weg stehen. Pokémon. Die Anhänger begeben sich auf eine Reise, deren Ende niemand kennt. Wer kann Marken machen? Wer kann nicht Marken sprechen? Wer kann nicht sprechen, nicht schreiben? Die wissen nicht, wir können nicht schreiben. Nach 30 Jahren. Kennen den 13-Jähriger in 2 Minuten, wie man einen Trojaner erstellt. Das Risiko geht ja auch am Schutz vorbei. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Pokémon. Sie wärmen ihre Eier, schütteln ihre Bälle, haben stets einen Sack dabei und setzen mutig einen Fuß vor den anderen. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Alles super. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Pokémon. Wir kämpfen gegen Monster, gegen alltägliche Übel, die viel gefährlicher sind als alle Chefs, Polizisten, Lehrer, Professoren und Politiker sein können. Die Yeti. Dann würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Allen Social Media Plattformen. Ich sie, dich sie. Alle anderen in Europa gucken in die Röhre. Das kann denn überhaupt nur Europa? Pokémon. Diese Begegnung wird fruchtlos geführt. Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Diese alte, schöne Welt. Es geht nur gemeinsam. Diese Spieler waren Spieler. Müssen zeigen, ja, sie sind Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich. Es sei die Fans. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Pokémon. Und alle Leute behalten stets ihren Zauberstab in der Hand. Es geht nur gemeinsam. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Was erlaubt Strunz?
diese alte, schöne Welt. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Pokémon. Manch einer vergisst dabei die Zeit und er begibt sich in unglückliche Rollen. Da sind wir uns alle einig. Hey, hier gibt's Neuigkeiten. Ich kann aber auch den anderen Weg gehen und kann sagen, wir lassen alles offen. Auf Snow! Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Also ich empfehle Ihnen die Tofu-Brokkoli. Einfach knacken. Pokémon. Das Ganze geht so lange, bis die Internetverbindung zusammentritt. Oder der Akku aufgibt. Internet, Akku. Pokémon. Bis die Internetverbindung zusammenbricht oder der Akku aufgibt. Da ist gar nichts toll. All das gibt es. Der hört sich wunderbar an. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, die Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Allein das Gefühl, ständig überwacht werden zu können von allen möglichen Leuten, führt dazu, dass wir uns angepasster verhalten. Glauben Sie das? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Pokémon. Wer sich in kein höheres Datenpaket buchen lässt, oder zusätzliche Akkus kaufen, hat schnell das Nachsehen. Licht aus. Geht das denn? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Einfach alles. Nicht umsonst gewesen. Normalerweise populistische Geschichte. Unser Held im Himbeerfeld. Stickerbomben. Dann kann er einmal auf den Kehl. Schweigen.